Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, dass Sie wieder alle dabei sind oder zumindest nicht wenige von Ihnen zum vorerst letzten Webinar, so wie es aussieht. Vielleicht wird das Ganze dann fortgesetzt. Sponsored by Capital.com, die Jungs aus London, die CFDs anbieten und die das Ganze hier möglich gemacht haben, wofür ich sehr froh bin. Wir haben nämlich jetzt mal eine Gelegenheit, uns die Geschichte ein bisschen tiefgehender anzuschauen. Ich mache ja täglich 2 Videos, da kann ich nur relativ, naja, sehr kompakt und sehr schnell die Dinge beleuchten. Heute wollen wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Titel: Die Manipulation der US-Aktienmärkte. Was ich damit meine, will ich näher ausführen. Es ist eigentlich, ich will nicht sagen ein Schneeballsystem, aber es grenzt schon mindestens an Manipulation. Es ist ein System der Selbstbereicherung, das auf verschiedenen Ebenen läuft. Und wir wollen uns heute diese verschiedenen Ebenen mal anschauen. Ich muss hinweisen auf den Risk Disclaimer. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Risiko. Und die meisten verlieren Geld beim Handel von CFDs, wie auch bei Zertifikaten, wie auch die allermeisten wahrscheinlich Geld verlieren. Warum auch immer. Jedenfalls ist natürlich der Markt ein Haifischbecken. Darüber sind wir uns alle klar. Aber wir wollen uns einfach mal auch anschauen, in welchem Kontext dieses Haifischbecken Aktienmärkte funktioniert. Und ich habe hier, wie Sie schon sehen, einige Grafiken vorbereitet. Schauen wir uns vielleicht mal zunächst mal diese Grafik an. Wir haben ja jetzt vor allem durch die Steuerreform von The Donald das Phänomen, dass etwa 2,6 Billionen Dollar frei geworden sind. Vor allem aus dem Ausland wurde da eben wieder Geld zurück in die USA transferiert. Und dieses Kapital ist überwiegend in Aktienrückkäufe gegangen. Wir sehen hier auf der linken Seite einen Chart, der vergleicht den Buyback-Index, S&P 500 Buyback-Index. Das ist hier dieser lilane Chart. Und wir sehen, der geht deutlich stärker nach oben als der S&P 500-Chart. Das heißt, dass hier die Unternehmen, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen, besser laufen als diejenigen Unternehmen, die das nicht tun. Aus einer klaren Logik heraus, wer sozusagen seine eigenen Aktien zurückkauft, entzieht sie dem Markt. Das heißt, es sind weniger Aktien im Free Float, sind also weniger Aktien kaufbar für den normalen Anleger. Das macht natürlich oder schafft natürlich eine Verknappung des Angebots. Und normalerweise, wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot verringert wird, dann steigt der Preis für die einzelne Aktie. Der große Vorteil für die Unternehmen ist natürlich, dass die durch den Aktienkursanstieg und durch die Reduktion der frei verfügbaren Aktien natürlich die sogenannte Price-Earnings-Ratio deutlich steigt. Das heißt, der Gewinn pro Aktie steigt, weil schlichtweg weniger Aktien da sind, durch die der Gewinn geteilt werden muss. Das heißt, optisch sieht das dann immer besser aus, weil eben der Gewinn pro Aktie steigt. Und das Ganze ist insofern schon etwas fragwürdig, weil ja normalerweise in einem Unternehmen die Vorstände das Gehalt der Aufsichtsräte bestimmen und die Aufsichtsräte bestimmen das Gehalt der Vorstände. Und fast immer ist in diesen Modellen eben die ganze Geschichte auch sehr stark an den Aktienkurs gekoppelt. Das heißt, wir haben die Situation, dass die Kennzahlen immer besser werden, damit die Aktie steigt, damit die Vergütung für Vorstände und vor allem Aufsichtsräte immer weiter nach oben geht. Wenn wir uns mal hier auf der rechten Seite den Text hier anschauen: In America there are growing concerns that buybacks are fueling inequality. Es gibt in Amerika also wachsende Sorgen, dass die ganze Geschichte mit diesen Aktienrückkäufen eben die Ungleichheit verstärkt. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Russell 1000 Firmen, Russell ist ja so ein amerikanischer Nebenwerteindex, da gibt es den Russell 2000, den Russell 1000, dass in etwa 61% dieser Gewinne, wenn sie denn anfallen, werden an die Shareholder, also an die Inhaber der Aktien ausgezahlt.
20% gehen in Job Creation, also in die Schaffung von neuen Jobs, 6% an die Mitarbeiter, 6% an die Produkte, sozusagen 4% an Customers, weil man vielleicht Preise senkt, keine Ahnung, und an Communities gehen 3%, das heißt, der überwiegende Anteil geht an die Shareholders. Zwischen 2008 und 2017 haben 466 der 500 S&P-Unternehmen ungefähr 4 Billionen Aktienrückkäufe im Volumen von 4 Billionen Dollar Aktienrückkäufe getätigt und damit 53% ihrer Profite investiert. Weitere 30% gingen in die Erhöhung von Dividenden. Das heißt, wir haben dann sozusagen insgesamt ein Verhältnis von 83% Aktienrückkäufe und Dividenden, bleiben also 17% für Investitionen. Faktisch heißt das, dass der Aktienkurs künstlich nach oben gepusht wird, wovon vor allem die Anteilseigner, eben die Aktionäre, profitieren und dann eben natürlich auch die handelnden Personen innerhalb der Firmen. Aber es geht immer weniger Geld sozusagen in die Substanz des Unternehmens. Es passiert also, es ist also die Situation, dass sozusagen die Cashbestände der Firmen normalerweise stark abnehmen, weil eben diese Gewinne praktisch investiert werden, nicht in das Geschäft selbst, in den Unternehmenszweck, sondern sozusagen zweckentfremdet wird, wenn man so will. Und das schafft natürlich eine Situation, die interessant ist. Schauen wir uns mal hier diesen kurzen Text an. Also erstmal wird eben der Earnings per Share, der Gewinn pro Aktie, EPS, wird automatically increased, wird also automatisch gesteigert. Das ist sozusagen einer der zentralen Mechanismen, warum dann Aktien sozusagen einigermaßen nachvollziehbar bewertet noch überhaupt scheinen, weil eben sozusagen immer weniger Aktien am Markt sind. Insgesamt sind übrigens auch deutlich, wir haben ungefähr nur noch 60% der Aktiennotierungen an der Börse wie vor 20 Jahren. Das heißt, die Zahl der Aktien, die am Markt überhaupt erhältlich ist oder der Unternehmen, die Aktien emittieren, hat sich fast halbiert in den letzten 20 Jahren. Entscheidend aber ist für die Unternehmen, warum sie das machen. Und das sehen wir hier. Die kaufen vor allem eben diese Aktien auf Kredit. Das heißt, sie verschulden sich für den Kauf dieser Aktien. Und warum machen sie das? Weil der Loan Interest, also weil sie sozusagen die Zinsraten für diese Aktienrückkäufe tax deductible machen können. Das heißt, sie können sie steuerrechtlich anwendbar machen. Sie verringern damit also ihre Steuerlast. Allerdings geht das sozusagen auf Kosten der Cash-Reserven. Und das Ganze wird dann ein Problem, wenn eben ein ökonomischer Abschwung kommt. Oder es der Firma schlechter geht, aus irgendwelchen Gründen, schon aus dem Grund, dass sie eben nicht mehr wirklich in die Substanz des Unternehmens investiert haben, sondern praktisch diese Selbstbereicherungsmaschine hier in Gang gesetzt haben. Und das ist auch der Grund, warum Ratingagenturen normalerweise das als Kredit negativ sehen. Und wir haben jetzt das Beispiel zum Beispiel von General Electric. Diese große amerikanische Firma, dieser Traditionskonzern, der hat in den letzten Jahren 46 Milliarden Dollar ausgegeben, um seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Und wenn wir uns mal den Aktienkurs anschauen von General Electric, das mache ich hier mal, dann sehen wir, dass wir hier also sozusagen noch vor 2 Jahren etwa im Bereich 32 Dollar waren und dann sind wir runtergegangen auf knapp über 6 Dollar. Das bedeutet faktisch, dass das Unternehmen zum Beispiel hier vielleicht im 30er-Bereich oder bei 25 Dollar eben eigene Aktien zurückgekauft hat. Jetzt sind die in der Bilanz und normalerweise muss das Unternehmen dann früher oder später eben diese Bilanz Position wertberichtigen. Das heißt, man muss sagen, okay, wir haben, was weiß ich, 1 Million Aktien gekauft für 26 Dollar. Die sind aber jetzt leider nur noch aktuell 9 Dollar wert. Das heißt, man muss bilanziell jede Menge abschreiben und das ist einer der ganz, ganz großen Probleme, die ein solches Unternehmen wie General Electric hat. Aber es gibt viele andere Unternehmen. Ich zeige Ihnen hier mal Gap. Das ist diese Bekleidungskette aus den USA, die eben Ähnliches gemacht haben. Die haben 45% ihrer Aktien seit 2010 zurückgekauft. Das heißt, die Anzahl der Aktien hat sich fast halbiert.
in den letzten 8 bis 9 Jahren. Und das bedeutet natürlich, dass der Gewinn von Gap pro Aktie natürlich deutlich besser aussieht, als er ist, weil einfach praktisch nur noch knapp mehr als die Hälfte der Aktien da ist und das Ganze sieht gut aus. Gap hat jetzt übrigens sein Geschäft auch noch, und ist auch ein geiler Taschenspielertrick, in 2 Teile geteilt, und die Logik der Investoren war dann so, ne, wenn wir 2 Teile haben, dann sind die beiden Einzelteile mehr wert als der Gesamtteil, deswegen ist die Aktie hier massiv gestiegen, aber wir sehen, dass sie seitdem eben auch massiv nach unten kommt. Das ist also sozusagen eines der Grundmechanismen. Ich will das ganze Webinar eigentlich heute in 3 Teile teilen. Der erste ist eben diese ganze Geschichte mit den Aktienrückkäufen, mit Dividendenanhebungen und Staatsverschuldung und Konsumentenverschuldung in den USA. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass wir uns ein paar Charts nochmal aktuell anschauen und analysieren. Und der dritte Teil würde dann darin bestehen, dass ihr vielleicht Fragen stellt, wenn ihr lustig seid. Bevorzugt natürlich nach meiner Frisur. Das ist der Klassiker. Das ist auch die Frage, die ich mit Abstand am liebsten beantworte, natürlich. Aber zurück im Text. Wir wollen uns mal anschauen, wie sich die Dinge entwickelt haben mit Buybacks und Dividenden. Und wir sehen einen auffälligen Zusammenhang zwischen Optimismus und Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen. Wir sehen hier zum Beispiel, hier oben sind die Buybacks, der obere Chart im Jahr 2007, Hochpunkt. Und dann, als die Märkte abschmierten und faktisch die Aktien ja damit weniger teuer wurden, zumindest optisch günstiger wurden, also der Aktienpreis in der Regel gefallen ist, da hat dann fast keiner mehr gekauft. Ja? Das heißt, wir sehen immer wieder dieses Phänomen, dass eben dann Aktien gekauft werden, wenn die Stimmung gut ist, wenn man eben optimistisch für die Zukunft ist. Aber in der Regel sind die Aktien dann eben auch nicht gerade billig, wenn man optimistisch für die Zukunft ist. Und dementsprechend haben die Unternehmen tendenziell das Problem, dass sie eigene Aktien dann kaufen, wenn sie teuer sind, mithin dann also in eine Situation wie 2007 oder nach 2007 geraten können, dass die Aktienkurse abschmieren und dann eben ein Problem bei der Bilanzierung entsteht, wenn man also die Aktien bilanziell noch zu einem völlig anderen Preis eingebucht hat, als sie dann derzeit stehen. Man nennt das Mark-to-Market-Bilanzierung. Das heißt, man muss dann im Prinzip diese Position wertberichtigen. In der unteren Grafik sehen wir die Dividenden in Milliarden an Dollars, die ausgeschüttet wurden. Und wir sehen hier im Grunde seit dem Jahr 2009 einen konstanten Aufwärtstrend hier bis ins vierte Quartal mit fast 500 Milliarden Dollar, die dann ausgeschüttet wurden. Jetzt haben wir noch ein paar interessante Entwicklungen, wenn wir uns das mal anschauen. Was bedeutet das eigentlich? Ups, das ist nicht der Chart, den ich zeigen wollte. Ich zeige es hier nochmal in einer anderen Grafik. Wir haben hier nochmal, sehen wir nochmal diese auf der linken oberen Seite Buyback by Quarter since 2014. Und da sehen wir, dass eben jetzt vor allem seit 2018, eben kurz nach Eintreten der US-Steuerreform, die ja Ende 2017 dann plötzlich doch noch beschlossen wurde, dann 2018 sehen wir, dass konstant die Buybacks nach oben gingen und jetzt im ersten Quartal 2019 einen neuen Rekord erreichen. Wir sind jetzt um und bei 90% über dem Niveau, das wir in den ersten 2 Monaten 2018 hatten. Das heißt, wir machen hier einen neuen Rekord. Wenn wir uns die untere Grafik mal anschauen, dann sehen wir eben die Verschuldung der Unternehmen, Total Outstanding US Corporate Debt. Und wir sehen, dass wir jetzt angelangt sind, knapp über 9 Billionen Dollar seit dem Jahr 2008, also praktisch seit der Finanzkrise, ist das nochmal um 40% nach oben gegangen. Und hier rechts unten sehen wir, Business Loans as Percentage of GDP, also praktisch die Verschuldung der US-Unternehmen im Vergleich zum US-BIP. Dann haben wir hier eben Hochpunkt kurz vor der Finanzkrise. Da waren wir bei 73%. Dann ging es schlagartig nach unten. Die Unternehmen mussten sich eben enthebeln und mussten dann sozusagen, die Verschuldung wurde zum Problem. Klar, wenn Krise angesagt ist, dann wollen die Banken ihr Geld, die sind unsicher. Und dann drehte die ganze Geschichte ab 2012, Ende 2012, und wir haben wieder einen klaren Trend hier nach oben.
Wir haben übrigens auch einen klaren Trend nach oben in, das ist die rechte obere Grafik hier, in dem Employment Cost Index, Wages and Salaries, also die Löhne und Gehälter, die die Unternehmen ausbezahlen müssen. Wir sehen, dass wir hier so einen Downturn hatten eben in der Finanzkrise und seitdem geht es relativ konstant nach oben. Wir sind noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir 2007 etwa waren, was also die Kosten betrifft. Aber wir sehen ganz klar, dass auf der einen Seite die Unternehmen immer mehr Geld ausgeben für Aktienrückkäufe und Dividenden und gleichzeitig die Kosten und bei Personal steigen. Und die Personalkosten sind ja mit Abstand die normalerweise größten Kosten, kommt auf die Branche an, aber in der Regel sind Personalkosten die höchsten Kosten. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die ganze Geschichte in einem größeren Kontext funktioniert, dann würde ich Ihnen gerne mal diese Grafik hier zeigen. Das sind genauer gesagt vier Grafiken und wir fangen mal mit der rechts unten an und dann sehen wir hier das Verhältnis zwischen Corporate Debt, das ist also Unternehmensschulden, blau, und Consumer Debt, also die Verschuldung der Privatleute, der normalen Menschen sozusagen. Und wir sehen, dass wir hier ganz deutlich einen deutlich stärkeren Trend zur Unternehmensverschuldung haben als eben bei der Verschuldung der Privatleute. Das ist also ein Mehrfaches davon und die Steigerungsrate ist auch exponentiell nach oben, obwohl wir zum Beispiel hier sehen wir das links unten, Credit Card Debt closed 2018 at a new record high, obwohl wir Kreditkartenschulden der amerikanischen Privatleute, Household Credit Card Debt, also der normalen Amerikaner auf einem neuen Allzeithoch sind. Und interessant dabei, ich switche jetzt mal kurz in dieser Grafik, interessant dabei ist, dass, das war nicht das, was ich wollte, hier haben wir das, dass dieser Credit Card Debt jetzt auf neuem Allzeithoch ist. Das heißt, wir haben den höchsten Stand selbst im Vergleich jetzt zur kurz vor der Finanzkrise erreicht. Und davon sind 37 Millionen Credit Card Accounts, also 37 Millionen Kreditkartenkonten, sind mehr als 90 Tage delinquent. Das heißt, die sind seit mehr als 90 Tagen in Zahlungsverzug, sind also hochgradig ausfallgefährdet. Und das ist eine Steigerung 2018 gewesen im Vergleich zum vierten Quartal 2017 um 2 Millionen. Vorher waren es also 35 Millionen. Insgesamt geht es dabei um 68 Milliarden Dollar an Schulden, die sozusagen über 90 Tage in Verzug sind. Jetzt ist aber auf der anderen Seite in Aggregate Credit Card Limits rose for the 24th consecutive quarter. Das heißt, die Limits, die die Banken den Privatleuten einräumen, sind seit 24 Monaten konsequent Monat, Quartal pro Quartal nach oben gegangen. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, sich immer weiter zu verschulden, weil die Banken sagen, okay, wir setzen dein Limit für die Verschuldung einfach immer weiter nach oben. Und das war zum Beispiel 1,5% alleine im vierten Quartal 2018. Aber wir kommen nochmal zurück zu dieser Grafik und sehen hier auf der rechten oberen Seite das BIP der USA, das ist hier blau. Und wir sehen, das ist, naja, es schwankt, es war in den 80er Jahren teilweise sogar über 8%. Und dann ging es runter und seitdem sind wir zwischen 0 in etwa, minus 4%, dann 2010 und im Maximum plus 4%. Das ist sozusagen die Spanne, in der das passiert. Derzeit waren wir jetzt bei 3, irgendwas Prozent. Das erste Quartal 2019 wird sicherlich schlechter ausfallen. Aber gleichzeitig sehen wir, dass die Verschuldung, das ist hier die rote Grafik, dass die immer weiter nach oben geht und sozusagen die Lücke zwischen der Wirtschaftsleistung der Amerikaner und der Verschuldung, nämlich der Total Public Debt as percentage, as per percent of gross domestic product, also als die Gesamtverschuldung im Vergleich zum BIP der USA, steigt immer weiter, steigt also deutlich schneller als die Wirtschaftsleistung der Amerikaner. Und jetzt kommen wir links oben zu dieser Grafik, die vielleicht einer der interessantesten überhaupt ist. Hier sehen wir nämlich das sogenannte Real GDP. Hier ausgehend von der Nullerlinie seit 2009 und der sogenannte Debt-Free Real GDP Growth. Was wir hier in diesem Chart hier rechts oben sehen, ist, dass für $1 Wachstum, Wirtschaftswachstum, immer mehr Dollar ausgegeben werden müssen an Verschuldung.
Das heißt, man muss also immer mehr Geld ins System pumpen, um einen Dollar Wachstum zu erzeugen. Ja, das Verhältnis ist derzeit nach meinem Wissen 6 bis 7 Dollar pro 1 Dollar Wachstum. Das heißt, ich muss 7 Dollar in die Hand nehmen an Verschuldung, um 1 Dollar Wachstum zu erzeugen. Das ist natürlich im Prinzip ein ziemlich krasses Missverhältnis. Und wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen, auch einer der maßgeblichen Charts für mich von Real Investment Advice, einer der besten Seiten, die es überhaupt auf der Welt gibt für Finanzmärkte. Lance Roberts macht das, Jesse Colombo, hervorragende Leute, kann ich nur empfehlen. Jedenfalls sehen wir hier, die rote Grafik ist die Growth Rate, also die Wachstumsrate der amerikanischen Wirtschaft. Und hier sehen wir den Zinssatz hier, diese lilane oder blaue Linie, das ist der Zinssatz. Und wir sehen, dass der Zinssatz immer eigentlich unter der eigentlichen Wachstumsrate ist und dass das nur einmal dann in den späten 70er Jahren unter Volcker, dem legendären Fed-Chef, der die Inflation bekämpfen musste und das mit radikalen Zinsanhebungen gemacht hat, die dann bei 18% sogar gewesen ist. Und wir sehen aber, und das ist das Entscheidende vielleicht an dieser Grafik, ist, dass sozusagen das Wachstumsniveau immer mehr abnimmt. Es wird also, wir haben einen klaren Abwärtstrend im Wachstum und haben auf der anderen Seite sozusagen ein immer niedrigeres Zinsniveau. Das heißt faktisch, dass ein immer geringeres Wachstum nur dadurch noch überhaupt möglich gemacht werden kann, dass die Zinsen niedrig sind. Und das ist genau der Punkt. Wir sind jetzt bei 2,25% Zinsen. Die Fed sagt schon, wir müssen zurückrudern. Und der eigentliche Grund, ich hatte das Marco Förster kürzlich mal erwähnt, ist wahrscheinlich die Unternehmensverschuldung, weil einfach diese Unternehmen sich eben verschuldet haben zu Zeiten, als die Zinsen hier waren, also praktisch im Nullerbereich. Und jetzt natürlich, man verschuldet sich ja normalerweise, indem man Anleihen begibt und bezahlt dann eine bestimmte Rendite, einen bestimmten Zins für diese Anleihe. Jetzt ist aber natürlich seit dem Jahr 2008, als die Zinsen auf Null waren, der Zins etwas gestiegen. Das heißt, wenn das Unternehmen jetzt eine Anleihe ausgegeben hat von, sagen wir mal, 10 Jahren Laufzeit oder wie auch immer, dann ist auf jeden Fall der Zinssatz gestiegen. Das heißt, die Refinanzierung für das Unternehmen wird teurer. Und da eben diese Kreditaufnahme so massiv passiert ist in der Nullzinsphase, weil es war ja günstig, war Free Lunch, Geld kostet nichts, also rein damit, ist das jetzt eben das eigentliche große Thema wahrscheinlich an den Märkten, das von Relevanz ist. Also das ist wahrscheinlich das eigentliche Problem. Und wenn wir uns jetzt mal die Aussagen anschauen von Robert Kaplan, dem Dallas Fed-Chef, ich hatte das neulich im Marktgeflüster thematisiert, weil das für mich sozusagen eigentlich der springende Punkt ist. Kaplan hat klar gesagt, wir können die Zinsen nicht mehr anheben oder wir wollen die Zinsen nicht mehr anheben, weil wir sonst das Thema haben, dass die Unternehmen eben zu viele Zinsen zahlen müssen. Mithin würden also jede Menge Zombie-Firmen, die in der Nullzinsphase sich schön vollgesogen haben mit Krediten, würden pleite gehen, könnten das Geschäft nicht mehr aufrechterhalten, könnten nicht mehr investieren, bekommen keine Kredite mehr, müssten Mitarbeiter entlassen und das will man ja verhindern. Man will also sozusagen das Rad immer schneller drehen, um zu vermeiden, dass da möglicherweise eben irgendwann mal Tabula Rasa gemacht werden muss, also irgendwann mal auch Butter bei die Fische kommt, weil irgendwann müssen die Schulden ja zurückgezahlt werden. Und apropos Schulden, jedenfalls ist hier diese Aussage von Fred Hickey sehr, sehr geil. Are these fat people brain dead? Sind diese Fat-Leute von der Fed hirntot? Sie sagen, sie können die Zinsen nicht anheben wegen zu viel Unternehmensschulden. Aber der Grund, warum die Unternehmensschulden so hoch sind, ist, weil die Fed has suppressed rates to such low levels, weil die Fed eben die Zinsen auf Null gedrückt hat und damit überhaupt erst die Firmen encouraged hat, Schulden aufzunehmen. Also damit überhaupt die Firmen ermutigt hat, so viel Schulden aufzunehmen. Genau das ist der grundsätzliche Widerspruch. Die Fed sagt jetzt, wir können die Zinsen nicht mehr anheben, weil die Unternehmensschulden so hoch sind und die Schulden insgesamt. Zu den Staatsschulden komme ich gleich noch in der USA. Und auf der anderen Seite ist sie aber der eigentliche Auslöser dieser Verschuldung, weil sie eben die Zinsen auf Null
gesetzt hat und damit das Geld praktisch kostenfrei gestellt hat. Und das ermuntert natürlich dann zu massiver Kreditaufnahme. Kommen wir aber jetzt nochmal zu der Staatsverschuldung der USA. Und hier sehen wir rechts oben das sogenannte US Debt Limit. Das ist also die Schuldengrenze, die ist jetzt Anfang März erreicht worden. Heißt faktisch, dass jetzt schon im Grunde die Schuldenobergrenze wieder gerissen wurde. Jetzt hat Mnuchin schon gesagt, ja, wir werden das bis September, Oktober durch ein bisschen Kosmetik und durch ein paar Tricks noch hinbekommen, dass wir sozusagen diese Schuldengrenze nicht reißen. Aber wir sehen auf jeden Fall diesen geradezu parabolischen Anstieg eben der Verschuldung. Und das kombiniert hier auf der linken Seite dieser Chart mit der Ausgabe von Unternehmen, also von Staatsanleihen. Wir sehen, dass die Ausgabe von Staatsanleihen hier in der Finanzkrise massiv nach oben gegangen ist, dann latent unter Obama nach unten gegangen ist. Und seit Donald Trump hier an der Macht ist, sehen wir hier, bums, geht's nach oben, weil Donald Trump eben unter anderem die Steuerreform durchgeboxt hat, die letztendlich genau dieses Verhalten begünstigt, dass die Unternehmen nämlich an den Tag legen. Es wird ihnen zusätzliches Geld in die Taschen gespült. Dieses zusätzliche Geld fließt wohin? Natürlich in Aktienrückkäufe und in Dividenden. Und all das ist eine Selbstbereicherungsmaschine zugunsten der Firmen, respektive der Eigner, ob als Aktionäre oder Vorstände oder Aufsichtsräte, auf Kosten der Allgemeinheit im Sinne der permanent ansteigenden Verschuldung der Amerikaner. Und zwar parabolisch ansteigend. Also das ist nicht so, dass die jetzt ein bisschen ansteigt, sondern sie geht jetzt, seit Trump an der Macht ist, extrem steil nach oben. Und dementsprechend müssen die Amerikaner, hier sehen wir das links unten hier in diesem US Federal Interest Payments, wir sehen also die Zinsbelastung, die die Amerikaner hier stemmen müssen oder der amerikanische Haushalt. Und das ist pro Jahr, liegt das jetzt schon bei fast 600 Milliarden Dollar. Das ist eine Hausnummer, ja. Also wenn wir uns das mal anschauen, wir waren noch im Jahr 2008 etwa fast bei der Hälfte an Zinskosten, die die Amerikaner hier strecken mussten, um die Schulden zu bedienen. Und das ist eine Menge Holz, das ist eine Menge Geld. Und das fehlt natürlich an anderer Stelle. Das wird dann in der Regel durch Kürzung von Sozialleistungen refinanziert, wenn man so will, nicht wirklich refinanziert, aber man spart als erstes dann bei denjenigen, die sowieso keine Aktionäre sind, die sich das gar nicht leisten können, eben mitzuspielen. Genau, jetzt sagt hier jemand, der Vortragende hat mit allem recht, aber das kann noch Jahrzehnte so weitergehen. Klar, ja, das Rad wird weitergedreht, bis es irgendwann nicht mehr drehbar ist. Aber genau das ist der Punkt. Das ist ja auch jetzt von mir aus keine Prognose oder nicht die Ansage, ihr Leute, geht jetzt short in den Aktienmärkten oder Kreditmärkten oder was auch immer. Meine Aufgabe sehe ich eher darin, eben nicht irgendwelche Investmentempfehlungen zu geben, sondern Dinge zu beschreiben. Und zwar so zu beschreiben, wie sie sind und nicht, also ich beschreibe sozusagen ein Schneeballsystem und sage nicht, geht innerhalb des Schneeballsystems long oder short, ja. Gerade innerhalb von Schneeballsystemen ist es gefährlich, short zu gehen. Dementsprechend ist das sozusagen mein eigentliches Anliegen, auch in den Videos. Ich versuche eigentlich, einen übergeordneten Zusammenhang klar zu machen. Okay, also das wäre vielleicht der erste Teil, wo wir uns so ein bisschen ein paar Charts mal angeschaut haben, die zeigen, was eigentlich Sache ist. Und natürlich sind die Aktienmärkte eine andere Geschichte. Schauen wir uns die doch mal gerade an. Starten vielleicht mal mit den Small Caps in den USA. Das ist vielleicht derzeit der interessanteste Chart. Wir haben ja die Small Caps, sind die, also der Russell 2000 genauer gesagt, das ist der Nebenwerteindex in den USA, die Hälfte der Firmen macht keinen Gewinn, sondern Verlust, haben prozentual die größte Verschuldung überhaupt, das heißt, die haben eben speziell in dieser Phase, wo die Niedrigzinsphase war, haben diese Unternehmen sich extrem mit Schulden vollgesogen. Und wenn wir uns den Russell mal hier im etwas längeren Kontext anschauen, dann sehen wir, dass der massiv gestiegen ist seit dem Tief. Es war der stärkste Index lange Zeit in dieser Rallye. Dann haben wir hier das Top gemacht, knapp über der 1600er Marke, sind aber jetzt unter Druck bei 1543. Also wir sehen hier schon
einen ersten Crack, einen ersten wirklichen, Fugis sollte Finanzminister werden, ja, mache ich sofort, sehen wir einen ersten wirklichen Abverkauf, der hier der Rede wert ist. Wir haben hier mal kleine rote Kerzen gehabt, hier mal ein bisschen rote Kerzen, hier mal ein bisschen, aber das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Das heißt, wir haben die ersten Risse dieser Rallye. Ich hatte heute Morgen und auch heute Abend den Dow Jones Transports angesprochen, also der diese amerikanischen Transportunternehmen umfasst. Und der ist auch seit 8 Tagen, wenn es heute auch negativ endet, wäre es der 9. Tag, das wäre dann der größte Rückgang seit einem Jahrzehnt. So war es bis jetzt der größte Rückgang seit dem Jahr 2011. Mal gucken, was da noch kommt. Also das ist sozusagen der Russell 2000, ist in Sachen Verschuldung, in Sachen Buybacks sozusagen der Musterindex. Ja? Wenn der Russell Probleme kriegt, dann wissen wir, dass da in Sachen Unternehmensschulden langsam die Dinge heiß werden. Anderer Maßstab ist sind dann die Junkbonds. Ja? Wenn die Renditen für Junkbonds vor allem im Vergleich zu US-Staatsanleihen massiv nach oben gehen, dann ist das eine gute Indikation über den Zustand der Dinge. Schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar andere Indizes an, hier auf der Plattform von Capital.com. Schauen wir mal den S&P 500 an. Den hatte ich letztes Mal schon gezeigt. Da sind sogar noch meine Pfeile. Wir sind jetzt hier im Bereich 2777. Wenn wir uns das mal vielleicht im kürzeren Zeitfenster anschauen, dann sehen wir, dass diese Zone hier so 2770, so um diesen Dreh, das ist eine Unterstützung. Und die hat jetzt erstmal gehalten. Wir haben also heute zum Beispiel hier, sieht man das, kein neues Tief gemacht. Ich kann mal hier so einen Pfeil da rein ditchen. Wir hatten hier dieses Tief und sind jetzt eben knapp drüber geblieben. Wenn dieses Tief durchgeht, was hier etwa eben die 2769 ist, dann meine ich, werden wir eine deutlichere Korrektur sehen. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Hier auf Tagesbasis. Da sehen wir hier steiler Abverkauf, steile Rallye. Nicht so klar wie beim Russell 2000, wo die Geschichte hinläuft. Wir haben hier erste rote Kerzen. Aber noch ist Hopfen und Malz mit verloren. Aber wir sehen, dass sozusagen natürlich der Aufwärtstrend hier abflacht ein Stück weit. Es gibt einen sehr, sehr guten Index, der von Mark Halbert veröffentlicht wird, der auch bei MarketWatch sehr oft schreibt. Und da werden Herausgeber von Börsenbriefen analysiert oder die Börsenbriefe analysiert und nach bullischer oder bärischer Stimmung Ausschau gehalten. Und wir sind jetzt auf Niveaus, wie wir nur zweimal in den letzten 10 Jahren waren, was die bullische Stimmung betrifft. Ja, das heißt, wir haben jetzt ein Sentiment, das extrem bullisch ist. Wir haben letzte Woche auch den AII Investment Survey gesehen. Das ist praktisch die Umfrage unter amerikanischen Privatanlegern. Ist mit über 40% auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich kann mir vorstellen, dass wir sozusagen jetzt, morgen wird das wieder, wenn die neuen Zahlen veröffentlicht, dass wir da sogar noch ein Stück höher sind, weil eben die Märkte weiter gestiegen sind. Okay, schauen wir uns den Nasdaq vielleicht nochmal im kurzen Zeitfenster an, was da jetzt so passiert ist. Wir haben eben diese Schwäche, dann die Erholung, sehen jetzt kommt wieder Schwäche rein. Wir haben ein ähnliches Bild beim Dow Jones. Wir haben es nicht geschafft, also hier diese Hochs rauszunehmen, ähnlich wie beim S&P 500. Das ist das, was ich immer sagte, hier diese 2820er Marke. Das ist die kritische Marke hier. Und diese Zone, die ich schon mehrfach hier gezeigt hatte, das ist sozusagen das, was hier relevant ist. Hier eben diese 2820er. Also das ist der Bereich, der überwunden werden muss. Und solange das nicht der Fall ist, machen Short-Positionen durchaus noch Sinn. Ja, wenn das überwunden wird, kann es gefährlich werden, weil dann vielleicht sogar die Institutionellen, die bei der Rallye jetzt noch nicht dabei sind, sagen, okay, ich muss jetzt da doch rein, ja, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben heute gehört, dass Donald Trump laut einem Bericht von Bloomberg sehr daran interessiert ist, irgendeinen Deal mit China zu machen, weil ihm Mnuchin gesagt hat, pass mal auf, sonst verkaufen die Aktienmärkte ab und das will doch keiner.
Also sollten wir einen Deal machen. Robert Lighthizer meint es offenkundig ernst. Er sagt, ja, aber die Chinesen bieten uns nichts an. Und die Chinesen denken sich, hey, wir wissen doch genau, dass Trump sozusagen in der Zwickmühle ist, dass der sozusagen zwar große Töne gespuckt hat, aber unglaublich an diesem Finanzmarkt hängt, denn 75% des Kapitals der Amerikaner ist an den Finanzmärkten investiert. 3/4. Während 75% des Kapitals der Chinesen in Immobilien steckt. Das heißt, für die Chinesen wäre das große Drama, wenn die Immobilienpreise sinken. Jetzt hat der größte Immobilienentwickler Evergrande kürzlich die Preise um 10% gesenkt. Und das hat sofort zu Protesten derjenigen natürlich geführt, die kurz vorher gekauft hatten und sich denken, scheiße, warum kriegen die jetzt die ganze Geschichte 10% günstiger? Ja? Und man muss sich ja vorstellen, wer in Shanghai eine Wohnung kauft, der muss dafür 45 Jahresgehälter hinlegen. 10% sind dann 4,5 Jahre weniger arbeiten. Ja? Also da geht es durchaus um große Summen. Schauen wir uns vielleicht nochmal den China A50 an. Das ist derzeit vielleicht so einer der heißesten Geschichten. Chinas Aktienmärkte sind der bestperformendste Aktienmarkt der Welt derzeit. Seit 2019. Und das Ganze halte ich aber für sehr, sehr risky, weil hier ein positiver Ausgang total eingepreist ist des Handelskonflikts. Und den sehe ich nicht so. Wenn Peking schlau ist und sich bewusst ist, dass Trump eben sehr erpressbar ist wegen der Finanzmärkte, da steht bei den Amerikanern viel, viel mehr auf dem Spiel als für die Chinesen eigentlich. Denn selbst wenn die Chinesen jetzt 25%, wenn die Zölle auf chinesische Waren auf 25% angehoben würden, dann macht das für Chinas Wirtschaftswachstum null. Das spielt gar keine Rolle. In den USA spielt es aber eine Rolle, weil dann die Preise wahrscheinlich steigen, weil die Zölle nicht die Chinesen bezahlen, sondern die amerikanischen Importeure. Das heißt, das Ganze ist so oder so für die Amerikaner negativ, vor allem für die Konsumenten, die bei Walmart einkaufen etc. Also ich würde dieser Geschichte hier, chinesische Aktienmärkte, mit einer gewissen Skepsis begegnen. Und wenn wir uns den Hang Seng anschauen, dann sehen wir, dass das Bild hier nicht so deutlich ist. Der Hang Seng ja in Hongkong lokalisiert. Dementsprechend ist das eine andere Geschichte. Jetzt sehe ich hier gerade, warum ist der DAX gegenüber den US-Indizes so stabil? Das liegt einfach daran, heute jetzt im Mindesten, wenn wir uns vielleicht mal den DAX hier gleich mit anschauen, das liegt schlichtweg an dieser Geschichte heute mit der EZB. Faktisch hat die EZB gesagt, jo, wir senken jetzt mal die Prognose und sind so pessimistisch, weil wir merken, dass die Banken in Schwierigkeiten geraten. Markus Krall hat da ein Video gemacht, das ich vielleicht morgen nochmal auf Finanzmarktwelt bringe, wo er klar macht, dass die Banken in 2019, 2020 praktisch mehr oder weniger zwangsläufig in extreme Probleme kommen werden. Ja? Und das weiß natürlich auch die EZB und sucht vielleicht jetzt eine Ausrede, um diese LTROs hier auf den Markt zu bringen, damit eben die Banken sich Liquidität besorgen können. Allerdings haben die Banken eben vor allem ein Problem mit dem Eigenkapital. Und was die EZB zuführt, ist Fremdkapital. Also mithin würde das also nicht die wirkliche Dramatik der Lage der europäischen Banken wirklich verbessern eigentlich, aber sie würden am Leben gehalten. Das heißt, man würde auch hier das Rad einfach weiterdrehen. Ja? Das ist genau der Punkt. Okay, was haben wir noch? Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an. Und das ist eine interessante Entwicklung. Der hat jetzt hier diesen Boden. Schauen wir uns den mal vielleicht auf Stunde an. Wir sehen hier diesen Boden im Bereich 1,1289, das ist jetzt die entscheidende Zone. Kann sich der Euro da drüber halten? Das ist die Frage. Wir haben jetzt im Grunde die schlechte Nachricht gehabt, es kommen diese LTROs, das ist für den Euro zunächst mal eine schlechte Nachricht, weil es ja faktisch heißt, dass mehr Euros ins System gespült werden, was den einzelnen Euro tendenziell entwertet. Aber das war ohnehin das Damoklesschwert, das über dem Euro ja die ganze Zeit gehangen hat. Und da ist dann kurzfristig eingetreten, dass der also hier nochmal gut 30 Pips steigen konnte. Kurzfristig eingetreten, dass eben dann die schlechte Nachricht raus ist. Und das ist so wie buy the rumor, sell the fact. Hier hat man sell the rumor und buy the fact gespielt. Aber die Frage ist eben, wie geht das weiter? Dollarstärke insgesamt wäre ein Zeichen, dass die Aktienmärkte
Probleme kriegen. Je ausgeprägter die Dollarstärke ist, umso notwendiger haben offenkundig ausländische, aus Nicht-Dollar-Ländern stammende Player am Markt eben einen Dollar-Finanzierungsbedarf. Ja. Kennen Sie eine gute Seite zum amerikanischen Immobilienmarkt? Ja, in welcher Hinsicht? Es gibt sehr, sehr gute Seiten, die sozusagen die Probleme zeigen oder wollen Sie Immobilien kaufen? Fragt hier Mr. Kostol. Okay, ab wann dürfen im März, das ist eine interessante Frage von Masoud Assadi, ab wann dürfen im März keine Aktien mehr zurückgekauft werden? Also, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in dieser Woche immer noch Berichtssaison. Ja? Das sind die Spätausläufer, da kommen die Retailers, also Target, Kohl's und wie sie alle heißen. Das heißt, die generell gilt, man darf 30 Tage vor Veröffentlichung der Quartalszahlen keine Aktien mehr kaufen und 3 Tage danach, nach Vorlage der Zahlen. Das heißt, wir haben ein Zeitfenster von 33 Tagen, wo die Unternehmen keine Aktien kaufen dürfen. Wir sehen hier zum Beispiel, ich zeige das mal im S&P vielleicht, als wir hier abverkauften, hier diese Geschichte. Der Hochpunkt der Blackout Period, also der Periode, wo US-Firmen keine eigenen Aktien kaufen konnten, war Mitte Dezember bis knapp Weihnachten. Ja? Und das ist die Phase, als es hier auch am stärksten nach unten ging. Da waren ca. 60% aller Unternehmen nicht in der Lage, eigene Aktien zu kaufen. Das war diesmal der Hochpunkt. Die US-Bilanzsaison wird insgesamt immer gestreckter. Das heißt, die Zeitabläufe zwischen dem ersten Unternehmen, das berichtet, und dem sozusagen das Quartal berichtet und dem letzten, die werden immer langgestreckter. Also dementsprechend kann man das nicht pauschal sagen. Ich versuche mal einen Chart wieder zu finden, wann sozusagen, an welchen Tagen, wie viel Prozent der Firmen keine eigenen Aktien zurückkaufen können. Das ist einer der entscheidenden Punkte. Ich vermute auch, dass wir ab Mitte März spätestens ein Problem kriegen an den Aktienmärkten, eben weil die Buybacks wahrscheinlich der entscheidende Treiber waren für diese Rallye. Wie gesagt, die Institutionellen sind nicht dabei. Ich hatte kürzlich hier diese Tabelle gezeigt, die ist jetzt nicht aktualisiert, aber man sieht hier diese fast anämischen Volumen hier, 56 Millionen Spider-Kontrakte. Das ist einfach im Vergleich zu dem, was im Dezember passiert ist hier, wo wir teilweise massive Umsätze hatten, ist das gar nichts. Ja? Das heißt, diese Rallye findet unter Ausschluss der Institutionellen statt. Und die Frage ist, ist es positiv, ist es negativ? Und das ist vielleicht die entscheidende Frage, um die es jetzt geht. Was passiert, wenn die US-Aktienmärkte weiter steigen? Müssen dann die Institutionellen draufspringen, auch wenn sie die ganze Geschichte skeptisch sehen? Ja? Denn warum haben sie nicht gekauft bisher? Sie werden ja Gründe haben, warum das nicht passiert ist. Ja, das ist sozusagen der Punkt, der für mich entscheidend ist. Warum machen sie das nicht? Ja? Sind die zu doof gewesen? Haben sie es verpennt? Und wenn ja, welche Strategie haben Sie jetzt? Das ist genau der Punkt, ja. Diese Frage ist vielleicht entscheidend für den weiteren Verlauf der Dinge. Auf der anderen Seite, und das hat Nomura wieder sehr gut gezeigt, wenn wir hier im S&P in etwa auf 2720 kommen, dann werden die ganzen CTAs, die ganzen Vermögensverwalter, die jetzt, das sind nicht die ganz großen Player, die von der Bank of America Merrill Lynch befragt werden. Das sind wirklich die Dickfische, die Gelder verwalten, ich sag mal, ab eher dreistelligen Milliardenbeträgen. Sondern die sogenannten CTAs, das sind teilweise Ein-Mann-Unternehmen, das sind Vermögensverwalter, die praktisch eine Handelsbevollmächtigung seitens der Kunden haben, um in deren Depots zu arbeiten. Ja. Und die sind jetzt maximal auf der Long-Seite, wie Untersuchungen von Nomura zeigen. Und die würden etwa bei 2720, spätestens würde der Sell-Trigger gezogen werden. Das heißt, wir haben jetzt die Situation wahrscheinlich an den Aktienmärkten, wenn es raufgeht, kann es sein, dass der Sog nach oben sich weiter verstärkt. Und wenn es runtergeht, wird sich der Sog nach unten weiter verstärken. Ja? Genau das ist sozusagen die Ausgangslage, in der wir jetzt sind. Okay, was haben wir noch? Wir haben den Euro gesehen, schauen wir uns nochmal Gold an. Ja, ist halt hier jetzt wirklich in diesem Support-Bereich. Das ist jetzt eine entscheidende Zone, diese 1276 um und bei
Wir haben die dovische Wende der Fed und der Gold steigt nicht. Wir haben die dovische Wende der Fed und der Dollar wird tendenziell stärker. Warum ist das so? Ja? Das ist die große Frage, die hier eine Rolle spielt, weil die anderen auch dovischer werden, die EZB, weil die Chinesen pumpen und der Dollar sozusagen noch das geringste Übel ist. Aber wenn wir uns die Verschuldungsszenarien vorhin angeschaut haben mit der US-Staatsverschuldung, ich blende das hier nochmal ein, und dann sehen wir, dass diese Grafik so extrem ist, wie es eigentlich bis auf China in keinem anderen Land ist. Ja? Kein Zufall, dass sozusagen auch die zwei Schuldenkönige derzeit einen Handelskonflikt führen. Und dass die Zinskosten weiter steigen, dass also die Verschuldung tendenziell immer teurer wird, auch das, die Staatsverschuldung, auch das wird ein Grund gewesen sein, warum die Fed eben gesagt hat, vielleicht lassen wir das jetzt mit den Zinsanhebungen. Jedenfalls wird wahrscheinlich die Verschuldung der Amerikaner weiter explodieren und sie sind darauf angewiesen, dass eben Käufer für diese Staatsanleihen vorhanden sind. Ja. Aber zurück zu Gold. Also es ist eine Situation, die jetzt schwierig ist. Ich halte mich, wie gesagt, aus dem Goldpreis, aus dem Goldhandel raus. Ist mir einfach zu, wie soll ich sagen, zu irrational. Ja. Schauen wir uns nochmal Öl an. Sehen wir hier Abverkauf hier von 76, ist ein größerer Chart jetzt so. Seit einigen Tagen sind wir hier in der Range, die so ein bisschen toppisch aussieht, aber noch nicht wirklich die Entscheidung gefunden hat. Aktuell 56 Dollar und 34. Okay. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich gucke mal hier in die Cup and Handle Formation Gold. Ich check mal hier gerade die Fragestellung, ob da was ist, was vielleicht interessant wäre zu beobachten oder zu beantworten. High ETF im Auge behalten, genau, das ist vielleicht einer der entscheidenden Punkte. Mal gucken, ob ich das hier in der Plattform finde. Das ETF HYG. Haben wir hier nicht. Das ist ein ETF, was also relativ wenige Plattformen insgesamt anbieten. Eine andere Option ist noch hier die Junk Bonds. Den ich neulich im Marketfest auch gezeigt hatte, ist JKN. Das ist auch ein ETF, das eben diese Geschichte abbildet. Aber schauen wir uns nochmal kurz hier die Geschichte an den Aktienmärkten an. Nochmal rein in die Charts hier. Sehen wir also, wir stagnieren jetzt hier im Grunde in so einer Range, aber wir haben dieses Aufwärtsmomentum, ist nicht erkennbar. Wir brauchen jetzt, und das gilt für die Märkte insgesamt, irgendeinen Trigger. Also es muss jetzt irgendwas herkommen, was nochmal ein neues Momentum reinbringt. Dieser China-Deal soll es sein. Ob es wird, das ist eben die große Frage. Ja? Wenn Trump es wirklich, wenn es wirklich so ist, wie Trump dargestellt wird oder wie es jetzt in den Medien war, dass Trump vor allem durch Mnuchin gedrängt wird, Mensch, machen Deal, sonst verkaufen die Aktienmärkte ab, dann wird es ein windelweicher Deal und das werden die Märkte natürlich riechen. Die werden also sagen, das, was ihr da vereinbart habt, das ist vielleicht ein Waffenstillstand, aber dass die ganze Geschichte da nochmal bald neu ausbricht, ist eine Frage der Zeit. Das heißt, Trump hat immer wieder angekündigt, es wird einen großen Deal geben. Das hat jetzt Pompeo gestern gesagt, der Außenminister. Entweder es gibt einen großen Deal oder Trump wird weggehen, so wie er es gemacht hat mit Nordkorea. Halte ich für Quatsch. Trump ist in einer beschissenen Situation, auf Deutsch gesagt. Also ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Wenn ich so groß ankündige, ich bin der Toughste, ich bin der Geilste, großer Deal oder nicht, sonst werde ich die Zölle erheben. Faktisch aber sozusagen in der Zwickmühle stecke und quietsche, weil ich genau weiß, dass ich mir das nicht leisten kann, jetzt nicht irgendwie was auszupacken, was überzeugend ist, dann
bin ich in einer Lose-Lose-Situation eigentlich. Ja, das ist, und wenn die Chinesen nicht ganz dumm sind, erkennen sie das und werden diese Karte so spielen, bis er wirklich anfängt zu quietschen. Er war anfangs scheinbar in der besseren Position. Aktienmärkte liefen super in den USA, Wirtschaft super. Das hat Trump den Chinesen auch immer gesagt. Mensch, Leute, wir sind stark, guckt euch eure Aktienmärkte an, die sind schwach. Das heißt, eure Wirtschaft geht schlecht. Ne? Scheinbar geht es jetzt der Wirtschaft viel besser in China, wenn wir uns diesen Index hier anschauen. Ja, plötzlich ist die Wirtschaft wieder gesund. Natürlich völliger Quatsch. Das Geld der Chinesen ist nicht im Aktienmarkt. Das ist im Grunde eine Spielwiese. 60% der Investoren sind Privatinvestoren. Ja, das, also des Volumens, das gehandelt wird an chinesischen Börsen. Und das ist im Vergleich zu den USA gigantisch viel. Ja, da dominieren schon die institutionellen Player. Das ist genau der Punkt. Also das ist meine Sicht der Dinge. Trump ist jetzt in einer sehr ungünstigen spieltheoretischen Position. Im Grunde hat er ein großes Blatt gespielt und merkt jetzt, dass er sein Blatt überreißt. Und wenn die Chinesen, die ja sicherlich nicht ganz doof sind, erkennen werden, dass er sein Blatt überreizt hat und wie verwundbar er ist, dann glaube ich, werden sie ihn ganz schön an der Kandare nehmen und werden sagen, ja, wir kaufen ein bisschen Sojabohnen, kaufen ein bisschen Rohstoffe, da, also ein bisschen Landwirtschaftsprodukte von euch, das war's dann aber, ja. Und dementsprechend so ein paar Konzessionchen, ein paar Kompromisschen machen. Hier vormaliger Finanzminister Chinas hat gesagt, ja, das, was wir Trump angeboten haben, das wollten wir sowieso machen an Reformen. Ja? Aber mehr bieten wir nicht an, weil wir lassen uns das Zepter nicht aus der Hand nehmen. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Ja? Und das heißt, die Gewichtungen, das Spielfeld hat sich total, ohne Mannschaft, die erste Halbzeit total dominiert. Man denkt, wow, das wird ein super Run. Aber inzwischen ist die scheinbar unterlegene Mannschaft eigentlich in der besseren strategischen Position und kann spieltheoretisch natürlich hier sehr viel entspannter und relaxter agieren. Das ist genau das Thema. Okay, gibt es eurerseits noch Fragen? Nächste Woche ist wieder großer und kleiner Verfallstag, lese ich hier. Trump lässt sich meist Hintertürchen offen, siehe Terminverschiebung, genau. Trump ist genial, hat auch bei Kim dort Boom funktioniert, genau. 464 Zuschauer, Fußballspiel, Bezirksliga. Naja, immerhin, da spielen wir schon alle in der Bezirksliga, ist doch super, oder? Genau. Gibt es Diamantenaktien? Paul kommt nächste Woche, übernächste Woche, Fedbit auch noch sehr wichtig. Ich glaube, 20. Was haben wir heute? Der 6., also genau in 2 Wochen. 20.3. Bilanzreduzierung. Das wird nochmal ein echter Trigger. Bilanzreduzierung ist eingepreist. Extrem dovische Haltung ist eingepreist. Aber das ist trotzdem ein enormes Risikoevent. Was meinen Sie zu den politischen Ereignissen im März, Brexit, Ukraine? Ja gut, Ukraine-Wahl. Das wird natürlich spannend, wie dann eine neue ukrainische Regierung sich verhalten wird gegenüber den Russen. Das könnte also die ganze Geschichte mit Russland nochmal hochkochen. Und Brexit, ja, who knows? Das ist sozusagen die ewige Story. Ist die Lage nicht ähnlich wie 2009, fragt Blocknet News? Eher wie 2007, würde ich sagen. Also wir haben sehr viele Parameter, die 2007 vor der Krise waren, haben wir jetzt in diesem Jahr auch wieder. Ne? Und dementsprechend haben wir ein gewisses Risiko in den Märkten. Wir haben aber auch das Potenzial, dass die Märkte nochmal überschießen. Ja? Auch das ist möglich. Also praktisch nochmal ein neues Sugar High machen und nochmal nach oben übertreiben, bevor es dann runtergeht, weil die ökonomischen Kennzahlen global gesehen werden immer schwächer. Natürlich reagieren die Notenbanken mit dovischerer Politik. Das ist das, was die Rallye derzeit treibt. Aber on the long run werden eben auch, ist das ja sozusagen nur die Verlängerung des bisher Dagewesenen, nämlich dass du versuchst mit immer geringerem Effekt, und da kommen wir auf diese Grafik nochmal zurück, die ich hier gezeigt habe. Ich muss immer mehr Geld ausgeben, um ein bisschen Wachstum zu erzeugen. Und es gibt ja jetzt eine sehr gute Analyse von sehr seriösen Leuten
Wissenschaftlern, die klar gemacht haben, dass das, dass die Geldpolitik der Fed, der EZB hier in Europa keinen nachweisbaren Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hat. Sie sagen auch, wir können nicht definitiv sagen, dass es keinen Effekt hatte, aber wir haben keine nachweisen können, ja. Und das ist genau der Punkt. Fundamentaldaten sind so schlecht wie seit 2011 nicht mehr. Das ist genau richtig. Und jetzt eben die Hoffnung der Börsen, dass die Notenbanken das alte Spiel weiterspielen können. Der entscheidende Punkt wird kommen für uns alle, wenn sozusagen die Notenbanken unglaubwürdig werden. Wenn es heißt, hey, dieses Rezept habt ihr schon mal angewandt. Der Wirkungsgrad der Medizin wird immer geringer. Also glauben wir nicht mehr, dass ihr die Geschichte hinbiegen könnt. Das wird genau der Punkt sein, wo das Ganze dann umschlägt. Ja? Wann das passiert, das weiß ich nicht. Aber dass es passiert, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ja? Das ist eine Entwicklung, es läuft relativ solide auf diese Entwicklung zu, würde ich sagen. Warum steigt der VIX einfach nicht mehr? Ja, das werden wir sehen. Der VIX ist neulich mal von 13, ein paar zerquetschen, auf über 17 gestiegen. Ich vermute, dass der VIX ab Mitte März steigen wird. Der VIX steigt vielleicht auch deshalb nicht so, weil die großen Player nicht im Markt sind. Wenn die großen Player im Markt sind, dann brauchen sie Absicherungsgeschäfte. Und das machen sie dann meistens eben über Vola, indem sie sagen, okay, wir haben ein gewisses Aktienportfolio oder sind praktisch long. Und dementsprechend hedgen wir uns ab, indem wir long im VIX gehen. Und dadurch, dass das sozusagen nicht nötig ist, weil die so wenig drin sind derzeit, gibt es wahrscheinlich eben auch wenig Absicherungsbedarf. Und es ist ja der Absicherungsbedarf eigentlich, der den Preis für den VIX nach oben bringt. Je mehr Nachfrage nach VIX-Long-Kontrakten, also nach steigender Vola, umso stärker steigt eben der Preis. Das ist genau der Punkt. Also das ist so in etwa mein Fahrplan, glaube ich. Es wird ab Mitte März wird die Blackout Period einen ersten Hochpunkt erreichen. Der wird sich dann bis Anfang Mitte April ziehen. Schon allein daher wird es wahrscheinlich auch schwierig für die Märkte. Und jetzt kommt natürlich vieles auf den Deal an. Kommt er nicht? Dass er kommt, ist eingepreist. Aber wie werden die Märkte reagieren, wenn da was kommt? Ja, wenn Trump wirklich so gestrickt ist, dass er unbedingt jetzt einfach nur einen Deal will, dann wird das keiner sein, der die Märkte beruhigt, sondern der sofort die Frage aufwerfen wird, ja, und jetzt, das ist doch keine Lösung, das wird sozusagen, der nächste Konflikt steht schon vor der Haustür und dementsprechend glaube ich, dass dann abverkauft würde, ja. Also sell the news ist nach wie vor für mich das wahrscheinlichste Szenario, vor allem angesichts des Sentiments, das sehr, sehr bullisch ist, mindestens bei den in den Börsenbriefen, bei den Privatanlegern. Und das große Geld sagt, wir trauen dem Braten nicht. Ja? Warum ist die große Frage? Okay. Ja, also so langsam kommen wir dann schon ans Ende. Ich habe versucht, hier wirklich ein paar Insights nochmal zu zeigen mit Grafiken, die ich sehr, sehr bedeutsam finde, weil sie im Prinzip die fundamentale Lage zeigen. Ich werde oft kritisiert von sehr bullischen Leuten und die sagen, ja Mensch, du predigst immer hier Short, Short, Short. Ich predige nicht Short, ich versuche nur auf die Strukturprobleme, auf die fundamentalen Probleme hinzuweisen, dass wir sozusagen ein manipuliertes System innerhalb eines kranken fundamentalen Systems haben mit den Aktienmärkten oder mit den Finanzmärkten, die schon aufgrund der Manipulation und der Interessenskonstellation, die dahinter stehen, nach oben gehen. Das ist möglich, ändert aber nichts an meiner Haltung zu den Dingen oder an meiner Analyse zu den Dingen. Und ich versuche einfach nur das System zu beschreiben und den Leuten nicht eine Anlageempfehlung zu geben, indem ich sage, kauft Aktien oder verkauft Aktien. Das mache ich nicht. Ich habe eine bestimmte Meinung auch tendenziell zum Markt, klar. Und meine, dass das Chance-Risiko-Verhältnis eben jetzt nicht so ungünstig ist, auch für Short-Positionen, weil eben die Widerstandslage, die Gesamtkonstellation mit diesen dicken Widerständen im S&P 500 etc. Ich zeige hier nochmal diesen Chart der S&P 500, Market Surprise Index geht nach unten, Global Money Supply geht nach oben, das ist wahrscheinlich der mitentscheidende Grund neben den Buybacks, warum
wie hier gestiegen sind und die Forward Earnings per Share Expectations nach wie vor unterirdisch, ja. Das sind die Widersprüche im System, die ich versuche zu zeigen und nicht den Leuten zu sagen, geht short. Ja, das Märkte können länger irrational sein, als die eigene Liquidität reicht. Und natürlich sind diese Märkte extrem manipuliert, vor allem durch diese Buybacks. Das war sozusagen, oder das versuchte ich zu zeigen. Okay, liebe Leute, dann sage ich schon mal ciao. Wünsche einen sehr schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns morgen früh zum Videoausblick wieder. Dann wollen wir uns die Märkte mal wieder anschauen. Ich danke für die netten Kommentare. Wie oft machen Sie Ihr Haar fertig, Herr Fugmann? Ja, diese Frage musste noch kommen. Ich bin sehr dankbar, dass sie gestellt wird. Und ich beantworte sie jetzt mal ganz offen. So einmal in der Woche, so alle eineinhalb Wochen findet ein Rasierer mein Haar, ja. Dieser Plattmacher-Rasierer, einmal drüber und gut, ja. Zum 173. Mal, was ist das für ein Monitor mit Touch? Meinen Sie den ich nutze? Das ist ein sogenanntes Smartboard, was ich nutze bei den Videos. Smart ist eine kanadische Firma und die machen eigentlich die besten Smartboards. Hat mir damals auch, ich war ja vorher beim Broker tätig. Und nebendran war eine Firma, die diese Smartboards vertrieben hat. Und der sagte mir, kauf dieses Ding, mit dem wirst du jahrelang Freude haben. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist gut. Und genau das ist es auch gewesen. Alles klar, das wollte ich abschließend sagen. Vielen Dank für eure Kommentare. Danke, dass ihr mich ertragen könnt. Ich bin sehr froh. Meine Frau sagt immer, wenn du nicht irgendwie diese Videos machen würdest, ich würde dich nicht ertragen, weil du bist ein so schlimmer Besserwisser, dass du jetzt wenigstens ein Ventil, einen Kanal gefunden hast, hier deine Besserwisserei auch preiszugeben. Und da ist natürlich was dran. Also, ihr Lieben, ich wünsche eine gute Nacht und sage Servus. Ich winke jetzt nochmal gleich in die Kamera. So, und sage Tschüss. Ciao, wir sehen uns morgen früh. Bis dann. Ciao.